Sind die, habt ihr die Mikros auf eurem Ton? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich alle verstehen? Ja, das ist nämlich gut, weil, mir geht's heute um das Plone-Benutzerhandbuch. Wer kennt das Plone-Benutzerhandbuch? Alle. Wer hat schon mal gespendet fürs Plone-Benutzerhandbuch? Ja, doch einige. Vielen Dank an die Spender. Ja, das Plone-Benutzerhandbuch lebt von den Spenden, weil es ist nämlich eine ziemlich fisselige und aufwendige Arbeit, das Buch aktuell zu halten, weil im Plone ändert sich ja immer wieder ein bisschen am Benutzerinterface, das heißt, man muss Screenshots eventuell neu machen, man muss die Beschreibung ändern. Das ist durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe. Wer also die Arbeit am Benutzerhandbuch unterstützen möchte, der kann das gerne tun, indem er mir einfach den Auftrag erteilt, es zu aktualisieren. Das läuft dann ganz normal über Rechnung ab, also jetzt nicht irgendwelche PayPal-Spenden, das System nutze ich nicht mehr, das ist mir ein bisschen suspekt geworden. Also ganz einfach eine Mail an mich, dass man gerne irgendwas aktualisiert hätte, was auch immer. Und dann schicke ich eine Rechnung und dann geht's los und wird überarbeitet. Ich stelle es trotzdem noch mal ein bisschen vor, das Benutzerhandbuch. Wie gesagt, das hier ist die HTML-Seite dazu. Es gibt aber auch eine, das Ganze als PDF. Und dann gibt es es auch noch für Leute, die, na, wo ist es denn da, die so ein schönes iPad haben oder irgendeinen anderen E-Book-Reader, Kindle oder sowas, kann man es auch auf dem Kindle sehr gut lesen. Ist zwar ziemlich dick, weil da sind sehr viele Screenshots drin, also das ist schon eins dann von den dickeren Büchern auf dem Kindle. Aber man hat immer noch Platz für, ich glaube, 300 andere Bücher. Insofern, da kann man es dann auch lesen. So, wer etwas spendet für das Benutzerhandbuch, wird natürlich auch als Spender erwähnt an verschiedenen Stellen. Unter anderem hier in der Navigation rechts außen unter Unterstützer. So, es gibt aber noch mehr. Man kann also nicht nur dieses Benutzerhandbuch irgendwelchen Interessenten von Plone empfehlen, also im Verkaufsgespräch. Das ist nämlich ein Verkaufsargument, ist natürlich, dass es eine durchgehende Benutzerdokumentation gibt und jeder Benutzer, der jetzt irgendwo Schwierigkeiten hat, dort eine Lösung finden würde. Was man machen kann, ist, man kann das ganze Benutzerhandbuch auch auschecken und mit eigenen Screenshots versehen und dann eben auch ein ganz angepasstes Benutzerhandbuch machen. Das ganze Benutzerhandbuch ist nämlich zu einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, man kann es nutzen, um halt dann zum Beispiel in der Universität, die Plone einsetzt, es gibt da ein Beispiel, Uni Bonn setzt das Benutzerhandbuch ein, hat es auch intensiv unterstützt. Also die Beschreibung von Plone Formgen ist dadurch entstanden und von Lingua Plone. Die geben also das Handbuch dann in einer eigenen Fassung raus an ihre Nutzer, sodass die Nutzer dann halt ein Interface sehen, was dann dem Interface der Uni entspricht und jetzt nicht dem Standardinterface von Plone, wie wenn man es runterlädt halt. Ja, das ist also relativ einfach. Mit diesem Befehl hier kann man sich da ein Checkout machen und dann erhält man also eine ganze Masse an Dateien. Das Ganze ist ein Sphinx-Projekt. Wer kennt Sphinx? Gut, Sphinx ist ein Dokumentationstool unter Python, mittlerweile so ziemlich der Standard. Ist recht einfach auch, ich sag mal, zu erlernen, weil man eben eine vereinfachte Markup-Sprache nutzen kann, Restructured Text, um dann halt diese ganzen Seiten zu erzeugen. Was dann interessant sein dürfte, wenn ihr also diese ganzen Dateien runterlädt, das ist also hier so die ein bisschen die Ordnerstruktur, spiegelt auch natürlich so ein bisschen die Inhaltsstruktur wider. Und dann gibt es eben ein Verzeichnis, mit dem ihr euch dann vielleicht besonders beschäftigen werdet, nämlich die Images. Da kommen dann einfach die Bilder von eurem Interface rein. Und dann muss man halt nochmal gucken, stimmt die Beschreibung, Bild und Text überein, und wenn nicht, dann müsst ihr halt den Text ein bisschen was ändern.
Also das sind die Vorteile des Benutzerhandbuchs da. Es ist, finde ich, sehr, sehr wichtig im Marketing von Plone. Es wäre toll, wenn mehr Leute, mehr Firmen das unterstützen würden. Und man kann es eben, wie gesagt, individuell anpassen und auch individuell nutzen für seine Benutzer. Haben wir noch Zeit? Okay, danke. Danke, Jan Ulrich. Jan Ulrich ist übrigens auch Vorstandsmitglied im Python Software Verband. Next up.